Großkontrolle der Polizei auf dem Hamburger Kiez. 240 Beamtinnen und Beamte der Polizei Hamburg und der Bundespolizei haben von Samstag auf Sonntag rund 800 Personen überprüft, ob die Waffen- und Glasflaschenverbote eingehalten werden. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Rund 150 Personen bekamen Ordnungswidrigkeitsanzeige. In 49 Fällen wurden Aufenthaltsverbote verhängt. 8 Menschen wurden in Gewahrsam genommen, 11 vorläufig festgenommen. Außerdem hat die Bundespolizei 4 Messer sichergestellt. Seit 2007 ist das Mitführen von Waffen und Glasflaschen auf der Reeperbahn verboten.